Kommen ja öfter in Ihrem Leben vor. Also manche würden auch Brüche dazu sagen. Einmal jetzt, wie gerade erwähnt, beim Leistungssport. Sie haben dann eben Germanistik studiert. Später waren Sie Schulsenatorin in Berlin und wurden dann... Nur Mitarbeiterin, im Schulsenat, nicht Senatorin. Habe ich Sie schon wieder ein bisschen... Trotzdem glaube ich, waren die Anfänge relativ hart, so das erste Jahr oder so. Gab es auch mal so einen Zeitpunkt, wo Sie gedacht haben, nee, also jetzt schmeiße ich hin, jetzt ist es wirklich schwierig auch? Oder sind Sie von sowas nie angefasst gewesen? Nein. Also Stichwort Spenden, ja, da muss man ja erstmal wirklich am Anfang, mussten Sie ja wirklich von null anfangen, ja. Vielleicht kommen wir auf den Begriff nochmal zurück, am Berg beschleunigen. Mhm. Also ich liebe den Begriff der zweiten Naivität, sozusagen zu fragen, naiv zu bleiben, aber quasi im Hintergrund doch einiges schon über die Frage zu wissen. Ich bin nicht naiv in diese Aufgabe gegangen. Mir war klar, dass das eine Stiftung... Da gibt es ja vieles im schulischen Bereich zum Beispiel, weil Sie ja auch sagen, also unsere Kinder müssen sich vorbereiten, die müssen gerüstet sein für eine Welt, die ja immer komplexer und komplizierter wird. Also da muss sich auch was in der Schule, in der Pädagogik auch verändern, damit das gut gelingt. Da gibt es verschiedene Ansätze. Sie haben eben gerade vom Mutmachen auch noch mal gesprochen. Da fand ich eine schöne Geschichte, diese Feriencamps, die den wunderbaren Titel tragen, Blöd war gestern. Das sind Camps, in denen Kinder, die, glaube ich, ein bisschen gefährdet sind, was das Weiterkommen oder das Durchkommen sozusagen in die nächste Klasse anbelangt, ja noch mal eine Schulung praktisch durchleben. Wie viel Drill, wie ich sehr anrührend fand, das konnte ich gut nachvollziehen. Und ob das Danke jetzt immer auch von den zuständigen Lehrern kommt, weiß ich nicht, weil ich glaube, sie haben ja eine sehr hohe Erfolgsquote, wenn man das so sagen kann. 85% der Kinder, glaube ich, schaffen dann tatsächlich also den Übergang in die nächsten Klasse. Da müssen sie ja sicher auch viel Fingerspitzengefühl mitbekommen, damit der Lehrer, der eigentlich zuständig ist, nicht das Gefühl hat, naja, also ich habe mich ja offenbar davor nicht so geschickt angestellt. Ja. Viele tolle Sachen, ich sage nur ein paar Stichworte, Schülerfirmen, Taschengeldwerkstätten, wo Kinder Sachen basteln und sich dadurch wirklich auch eigenes Geld noch verdienen. Es gibt eine Youth Bank, die, glaube ich, irgendwelche Kredite vergibt für Projekte. Da können wir, glaube ich, auf alles jetzt gar nicht mehr im Detail eingehen, aber es sind wirklich sehr vielfältige und sehr konkrete eben wieder Beispiele. Und Sie sagen aber auch, ich glaube, zwei Sachen sind Ihnen noch als aktuelle Themen sehr wichtig. Und das eine ist die digitale Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Da hinkt ja Deutschland noch ein bisschen hinterher. Also im europäischen Rang sozusagen sind die deutschen Kinder und Jugendlichen da relativ weit hinten. Welche Werte vertreten wir eigentlich? Was ist der Wissenskanon, den wir unbedingt brauchen, wo auch gelernt werden muss? Wo werden wir neue Techniken anwenden? Wo ist es also ein technisches Problem? Eine Fußball-Bundesliga-Aktion, die Sie mit jungen Männern, jungen Flüchtlingen immer machen. Und Sie machen aber auch aktuelle Arbeit und Wissenstransfer mit den Kommunen. Wie gesagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber was wäre Ihnen jetzt gerade da noch in diesem Zusammenhang noch mal das Wichtigste darzustellen? Auch da früh anfangen. Die Willkommenskitas sind dafür da, dass Erzieherinnen lernen, mit traumatisierten Kindern umzugehen, einen guten Blick auf diese Kinder zu haben, die Kinder auch Kinder sein zu lassen, also einfach wieder fröhlich sein zu lassen. Aber das, glaube ich, das Wichtige, wenn Sie mich fragen, was der Kern ist, dann würde ich erstens sagen, Sprache, Sprache, Sprache. Heute mit dem Alpha Forum zu Gast bei uns Dr. Heike Kahl, die Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei waren, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon auf ein Wiedersehen mit Ihnen. Bis dahin.